Ja, und damit ganz herzlich willkommen zur Folge 2 von TOT, Good Old Times. Ja, nicht wundern, mir ist das Spiel kurz nach dem Start der Folge 2 oder der alten Folge 2 abgestürzt. Ich habe jetzt hier versucht, das Ganze ein bisschen zu rekonstruieren. Hab nochmal neu angefangen. Ich habe die Aufteilung etwa gleich gelassen. Hab hier oben dann die Mülldeponie gebaut, das Klärwerk, die Agraranlage. Hab die Stadt gleich genannt, hab mich gleich genannt. Was jetzt ist, wir haben natürlich jetzt deutlich weniger Einwohner und wir machen gerade extrem miese. Und die Stadt ist noch nicht so groß wie nach Folge 1. Es tut mir furchtbar leid. Aber da ich das in Folge 1 so gut erklärt habe und das Ganze, die ganzen 5 Minuten ich jetzt nicht verschwenden wollte, dachte ich, dass ich jetzt hier mit der Folge 2 weitermache. Ich hoffe, es geht für euch in Ordnung, ansonsten entschuldigt es. Aber ja, wir machen nun weiter. Okay, hier will niemand hinbauen. Anscheinend, weil die Felder zu groß sind. Dann machen wir die kleine. Aber das da kann ich rauslassen eigentlich. Das braucht kein Mensch. Okay. Machen wir das so. Und dann machen wir das so. So und so. Gut. Wasser, Strom haben wir hoffentlich noch alles. Die Energie passt. Wasser passt auch. Pendelzeit. Habe ich noch keine Ahnung, was das ist. Ach ja, eine Feuerwehr habe ich vergessen zu bauen. Die machen wir jetzt schnell. Am besten hier. Und da drehen wir natürlich auch gleich mal das Budget runter. Achso, dann verkleinert sich das Ding auch bloß. Oh, das ist ganz schlecht. Da verkleinert sich der Radius. Puh, okay. Winziges Wasserbudget dreht statt den Hahn zu. Oh oh. Komm, dann kriegt ihr halt 200. Da suchen immer noch welche mit geringem. So, könnt ihr haben. Mal gucken, ob das Wasser so weit geht. Ja, okay, gut. Und Agrar wird auch gefordert. Okay. Ich weiß, dass ich da immer getrickst habe. Was ist denn das kleinste Agrarfeld, was geht? Also 1, 2, 3. 3 auf 3 geht nicht. 4 auf 4. Okay. Müssen wir da vielleicht ein bisschen tricksen. 1, 2, 3, 4 und dann kommt die Straße. Halt. Jetzt habe ich denen da was weggenommen. Oh oh. Ich hoffe, ihr seid nicht böse auf mich. So. Gut. Die Wasser. Okay, die haben auch was. Das ist schon mal ganz gut. So. Wir könnten damit die Straße nicht so
überfüllt ist, könnten wir auch hier eine Allee machen. Oh, kostet halt 1 pro Apfel, nett. Stimmt, da konnte ich ja immer so ausbauen und alles. Jetzt, klar. Jetzt erinnere ich mich. Ja, logisch, klar. Ja, das wollen wir. Und da setzt du dann aber bitte gleich eine Mountstation drauf. Perfekt. Sehr schön. Winziges Wasserbudget. Ja, mein Gott, was willst du machen? Leute kommen. Dann verlangen wir da mal halt mal ein bisschen mehr. So, weil dann können wir auch Mülldeponie, dann könnten wir dem Wasser jetzt auch 50 mehr geben. Ah, so. Immer noch Nachfrage. Warum haben wir eigentlich keine Nachfrage an Gewerbe? Wie kann ich denn das steigern? Was haben wir denn hier überhaupt? Wir haben hier Wahrzeichen bauen. Okay. Ach du Heilige. Das Empire State. Jawoll! Was ist denn das? Das sind Geschenke. Yachthafen. Huch, jetzt habe ich rausgezoomt. Panzerstudio, Tagungszentrum. Was gibt's denn da alles? Raumfahrt. Modernes Forschungszentrum, Börse. Filmstudio. Ach ja, bevor ich wieder den Fehler begehe, ich speichere die Stadt mal. Stadt gespeichert. Okay. Ja, aber gerne. Was? Stau auf Seitenstraße bringt Simpsons Schützen. Ich habe von vielen Sims, die an dieser Straße leben, offensichtlich ist der Verkehr hier nicht mehr auszuhalten. Aus irgendeinem Grund halten mehr und mehr Autofahrer es für notwendig, durch dieses Gebiet zu fahren und dabei die Fußgänger zu gefährden. Ziehen Sie in Betracht, die Straße in eine Landstraße auszubauen, mit dem... Ah, okay. Ja, dann baue ich mal meine Bürgermeistervilla hier schön ins Gewerbegebiet. Sehr schön. Ne, was kann ich denn hier noch machen? Zurück zur Region. Beenden. Okay, ich muss das einfach öfters speichern. Nicht, dass es mir mal wieder irgendwann mal abschmiert. Was ist das eigentlich? Nein, Sim-Modus. Stau auf Seitenstraßen. Kein Geld für eine saubere Welt. Oh Gott. Kann ich das nicht auch eingeben? Nee. Ja, von mir aus, mein Gott. Straße. Okay, dann machen wir es einfach mal so. Ups. Nein, was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt hat der Bürgermeister Steuergeld verschwendet.
wir entlasten das Ganze jetzt hier mal. So. Die Stadt hat Geld, also bauen wir aus. So, was haben wir hier? Zocker in der Stadt. Bürgermeisterbewertung minus 50. Ja, komm. Wo muss ich denn hin? Muss ich jetzt die Felder abfahren oder was? Diese Stadt ist der ideale Platz für mein neues Casino. Tausend Dank. Oh Gott, das ist riesig. Ach du Scheiße. Was ist das? Braucht das jetzt Geld? Mal so blöd gefragt, verbraucht das jetzt Geld? Was ist das jetzt? Geschäftsabschlüsse 300. Ah, das gibt mir Plus. Das ist natürlich geil. Ja, komm, dann geben wir den halt mal 400 an Wasser. Was macht die Energie? Oh, die erreicht bald ihr Maximum. Was ist das denn? Was? Hierdurch können Casino-Betreiber ihre Geschäfte in der Stadt eröffnen. Mit dem Casino Betreibern können Vereinbarungen bezüglich der städtischen Einnahmen abgeschlossen werden. Diese gehen jedoch auf Kosten der Bürgermeisterbewertung und potenzieller krimineller Elemente. Okay. Die Stadt finanziert ein Programm zur Unterstützung des sparsamen Wasserverbrauchs. Die Bürger werden auf dem Gebiet der Herz-Lungen-Medizin geschult. Dies kann Gesundheit und Wohlergehen der Sims verbessern. Okay. Die Stadt finanziert einen Shuttle-Service für Pendler und fördert so den Einsatz von öffentlichen Verkehrsmitteln. Dies hilft bei der Riesing der Vegetarier. Okay, was würde mich das kosten? 24, okay, das ist okay. Stimmt, Pendelverkehr. Fällt mir gerade was ein. Kranker Busfahrer. Wie, was ist die Alternative? Dr. Wu klaut Bus. Oh. Nee. Oh, wir haben da drüben keinen Strom. Das ist natürlich nicht so gut. Wasser liegt da schon, okay. Gut, was sagt der Müll?
Mama, haben wir immer noch keinen Strom. Oh. Okay. Müssen wir mal gucken. Das kostet 50, das kostet 400. Das heißt aber, wenn ich 200, da kann ich 15 reinpacken und 15, das ist immer deutlich drüber. Gottes Willen. Ja, nimm doch. Was ist denn jetzt die Nachfrage? Immer noch nach klein? Mittel gar nicht, gell, sondern eher nach groß. Okay. Was habe ich denn jetzt hier gemacht, ey? So. Gut. Dann gucken wir mal, ob die was wollen. Gewerbe wollen sie gar nicht. Oh je, der LKW-Verkehr ist ja auch nicht wirklich. Ist ja auch nicht wirklich das Wahre hier. Dann würde ich mal sagen, bauen wir Gebiet ungeeignet im Bau von Netzwerk, okay. Was passiert, wenn ich jetzt so mache? Nichts. Okay, so nicht. Pause. Ja. So, das will er nicht, weil wahrscheinlich die Straße hier nicht ausgebaut ist. Arsch, Alter, warum will denn der das nicht? Dann machen wir halt so. Und hier hoch zur Industrie. Hier hoch zur Industrie machen wir es so. Gut, jetzt können wir da Play machen.
Das Wunder, warum geht denn das nicht? Komisch. Kurze Lebensdauer. Oh, Gesundheitswesen. Okay, okay, okay. Krankenhäuser. Ja, da müssen wir jetzt wahrscheinlich reingreifen, oder? Ja. Okay, Energiehammer, Wasserhammer. Wasser ist aber fast schon zu viel. Ja, das mal reduzieren. Und das ersetzen wir mal auf. Normale. Oh, jetzt ist gerade überhaupt gerade gar nichts erwünscht. Industrie ist erwünscht, okay. Machen wir 1, 2, 3, 4, 5. Dann machen wir mal hier einen Strich. So. Also ihr möchtet alles haben an Industrie. Okay, kommt ihr natürlich. So, ich glaube, bald müssen wir energietechnisch umsteigen. Luftverschmutzung. Ein Verbrechen. Oh. Es gibt fast keine Alten. Fußgänger sind auch viele, Bus ist auch okay. Dann würde ich sagen, setzen wir da oben nochmal eine Bushaltestelle. Wir haben keine Energie mehr. Okay. Moment, 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 nicht so schnell, bitte. So, also wir haben entweder Gaskraftwerk, das sind 3000 Megawatt mit 400 Euro. Sehr starke Umweltverschmutzung, aber nur 250. Ja, dann würde ich aber fast... Würde ich hier fast schon das Große hier nehmen und es dann hier hinten reinsetzen. Zack, so.
Und dann können wir das hier vorne nämlich abreißen. Du bist ohne Beruf. Ja. Heute sind die Ausgaben höher. Okay, gut. Energie haben wir jede Menge, die sitzt da oben. Ja, die ist jetzt noch viel weiter oben. Wasser ist auch okay, Luftverschmutzung ist natürlich gestiegen. Verfügbar und erzeugt. Ach du Scheiße. Wasserverschmutzung. Oh, Bildung haben wir auch noch nicht. Stimmt. Schwede, was gibt's denn hier alles? Wir brauchen jetzt auf jeden Fall erstmal eine Grundschule. Am besten hier. Und die Bildung reduzieren, okay? Und die Gesundheit auch. Na, dann reduzieren wir die auch. Wenn die das wollen, dann würde ich schon fast eine weiterführende Schule auch gleich dazu bauen. Boom. Okay, wir nehmen deutlich zu viel ein. Wir geben deutlich zu viel aus. Andersrum. So, zack, zack. Da müssen wir jetzt, glaube ich, die Wasserleitung verlängern, jawohl. Winziges Wasser. Geld für eine Sau, bemühen Sie sich um neue Gelder. Was? Bürgermeister, die mangelnde Finanzierung der Müllabfuhr. Oh, okay. Aber wir haben da ja eigentlich... Eigentlich reicht es ja ewig. Vielleicht müssen wir da die Hälfte nicht mehr wegnehmen. Das Wasserbudget, ja. Auf jeden Fall, das würde ich mal sagen, war es für diese Folge. Ich speichere hier schnell ab. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. Macht's gut, bis denn. Ciao.